So, und da sind wir auch wieder zurück hier beim Horror-Let's Play. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Inzwischen habe ich rausgefunden, wo mein Fehler liegt. Das musst du aber auch erstmal rausfinden. Also, im Normalfall sind ja hier alle Gegenstände nicht beweglich. Also, ich kann den Mülleimer nicht bewegen, ich kann hier den Telefonhörer nicht wegnehmen, ich kann den Mülleimer dort nicht mitnehmen, die Blumentöpfe, die, naja, die Kartons hier. Aber aus irgendeinem Grund kann ich diese Platte hier wegbewegen und mir hier die Zange holen. Ich weiß nicht, warum das da jetzt möglich gewesen ist, aber jetzt mit dieser Zange können wir nämlich hier hinten die Kiste aufmachen. Und dann kann ich auch endlich mal weitergehen. Okay, wenn ich ab und zu mal nach links schaue, dann müsst ihr das verzeihen. Ich habe die Kamera jetzt eingeschaltet. Ach nee, warte, hier vorne. Auch wenn man gerade nicht sehr viel sieht, ich kann mal versuchen, das zu unterstützen. Ja, da sieht man ein bisschen was. Weil ich dachte, ist vielleicht mal eine nette Sache. Sehr gut. Ach, und hier ist natürlich auch das Rohr drin. Warum nicht? Egal. Ja, ist halt eine nette Sache, das so noch so nebenbei zu haben. Und nun ist sie jetzt halt an. Also gut, jetzt haben wir das Rohr. Das heißt, ich kann in den Keller gehen und unten den Generator anwerfen. Mir gefällt aber noch nicht so ganz, was mit der Maus hier los ist. Machen wir mal 370. Das ist besser. So, jetzt, ich glaube, hier war das drin, ne? Genau. Looks like it fits. Ah ja. Sehr gut. Jetzt haben wir hier unten nämlich kein Wasser mehr drin. Und nun kann ich den Generator anwerfen. Ich schätze mal, dass jetzt der Aufzug funktioniert. So, ich würde dann ganz gerne in den zweiten Stock, ne? Okay, jetzt sieht man mich auch deutlich genug. Da wird die Musik auch schon ein bisschen gefährlicher. Was ist das? Zimmer 206. The riddle of rooms is very simple. You will solve it certain. Ach, ich sehe schon. Jetzt darf ich noch ein Rätsel lösen und diesen Tresor hier öffnen. Zimmer 206. War ich doch eben schon drin. Room of Death. Irgendeiner heult. Okay, also ich kann hier auch nichts mitnehmen oder so. Kein Medikament, nichts. Ich gehe einfach mal davon aus, oder ich hoffe mal, dass das Spiel nicht so viele Jumpscares hat. Die sind ja nun bekanntlich nicht so. Looks all too familiar. I used to be here a long time ago. This is the hospital. The Hospital. Natürlich! Ah, ich kann speichern. Die sind ja nur bekanntlich nicht so toll. Insofern, ich hoffe einfach mal, dass es sich regelt. So, kann ich da rein? Nein. Gut, Operation Room. Dafür brauche ich bestimmt auch erstmal noch so ein Ding, ja. Das ist auch zu. Komme ich überhaupt durch? Ich komme hier durch, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich später irgendwie noch die Möglichkeit habe, Waffen zu benutzen.
Ah, gucke an. So sehen wir also aus. Room of Old Age 4. Kann mich leider nicht, immer noch nicht ducken. Ist das ein Bild? Sieht so aus. Hier auch ein Rätsel? Nein, hier ist kein Rätsel, aber hier ist der Spiegel auch wieder kaputt. Da ist nichts, da ist nichts und hier ist auch nichts. Nurse Center. Da kann ich nicht rein. Zimmer 201. Ein Herz. Mein Gott, it's a human heart. Ich komme da nicht hin, ich darf nicht aus dem Fenster gucken. Der Fernseher ist ziemlich staubig. Aber hier darf ich rausgucken, aber man sieht halt leider auch nicht wirklich viel. Ist also nur so eine Bump-Map, die sie da hingesetzt haben. Oder Licht, Staub und das Bäumchen. Hat aber auch einen lustigen Effekt. Oben bin ich blau und unten bin ich gelb-rot. Ah, ein Zettel. Okay, da beschwert sich jemand, dass der Raum total scheiße ist. Und es gibt die Gerüchte, dass die Reparaturarbeiten oben im dritten Stock schon abgeschlossen sind. Soweit ich das jetzt richtig gelesen habe. Und es sich bei diesen Reparaturarbeiten um keine Wartungsarbeiten gehandelt hat, sondern das Dach ist eingestürzt und hat einen Patienten dort mitgenommen. Ich glaube, der ist dann jetzt unten in der Leichenkammer oder so. Ich weiß nicht genau, was das Merch heißt. Aber ich nehme an, dass es sich darum... They are not humans. They all want to kill me. Die Leichenkammer handelt. Siehst du, ich habe vergessen, nach den Nachrichten zu schauen. Also... Room of Old Age 4. So viel habe ich jetzt schon. Warum sind diese Haupttüren eigentlich alle kaputt? So, in den Operationssaal komme ich jetzt auch nicht rein. Die Tür hat keinen Griff. Und mit dem Tresor kann ich noch nicht anfangen. Noch nicht viel anfangen. 4. Ist vielleicht auch gar nicht möglich, den zu öffnen. Wer weiß. Aber ich schätze mal, durch die Nachricht werde ich jetzt erstmal in den dritten Stock gehen. Hab ja im Moment sowieso nichts zu tun. Schon ein bisschen dunkler hier. Raum 307 hat nochmal einen Safe Point. Es scheint sich hierbei um so eine Art Büro gehandelt zu haben. Underwear. Dead. Time. Bilder von jemandem. Ein Kind in einem Mutterleib. Zähne. Ein Skelett.
Da hat jemand Bingo gespielt. Call Ball Treasure. Was? Call Bill. Den Rest kann ich nicht lesen. Gidi. Das ist auf jeden Fall ein Knie. Der hat das also markiert. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet. Arms Crank 4 bis 3. 4 bis 5. Weiß trotzdem nicht, was das heißt. Was haben wir hier? 306. Geht nicht auf. Bin gespannt, wann mein erster Dingens hier kommt. Geht auch nicht auf. Auf jeden Fall, die Deckenbeleuchtung hier ist kaputt. Hier ist Linen Room. Ich weiß nicht, was das ist. Können wir hier mal schauen. Was haben wir da hinten noch? Da haben wir Toiletten und noch mehr Räume. Ein Storage Room haben wir hier noch. Kann man da rein? Da kann man nicht rein. Ach so, es ist eine Wäschekammer hier. Ja, hier muss dann wohl offensichtlich das Dach eingestürzt sein, weil jetzt hier kein Licht mehr zu sehen ist. Und hier überall dieser Arbeitsmaterialien rumliegen. Ein Teddy und eine Puppe. Mal gucken. Ein Old Doll scares me. Wird schon ein bisschen gruseliger jetzt. Geht nicht auf. Alles davor, das war ja noch relativ... Naja... Geht ja noch. Überall Licht. Und, ich war ja überall schon, das heißt... Ich wusste ja schon, dass nichts passiert. Aber das hier jetzt hier ist Neuland. Hier war ich überall noch nicht. Aber ich schätze mal, dieses Geklopfe, das wir so im Hintergrund überall hören, das scheint dann auch damit zu tun zu haben, dass das Spiel uns sagen will, da ist jemand in der Nähe. Einen kleinen Schlüssel habe ich gefunden. Ja. Das klingt eindeutig so, als wäre jetzt hier so langsam irgendwas. Zum Beispiel eine Krankenschwester. Oder ist es ein Bauarbeiter? Ich nehme mal an, wenn wir da jetzt hingehen... Hey, hey! You okay? Hm. Nein, sie scheint nichts zu machen. Ob sie uns jetzt jagt oder verschwindet sie? Sie verschwindet, okay. Ah, jetzt komme ich hier durch. Ach nee, warte mal, hier kam ich ja vorher schon hin. War ich auf den Toiletten hier oben? Room of Birth 4. Das ist zugenagelt, warum ist denn das zugenagelt? Ich muss ab und zu auch mal nach links gucken, um halt auf die Zeit zu achten. Das geht nicht. Storage. Jetzt habe ich einen Schlüssel bekommen. Wo kann ich denn da jetzt rein? Vielleicht unten zu einem Doktor-Sound. Oder so. Probiere ich mal aus. Ich muss ja nun offensichtlich irgendwas finden, was vorher abgeschlossen war. Da gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt hier zum Beispiel, da kann ich nicht raus, da gibt es keinen Handle für. Aber hier waren ja noch Türen, die abgeschlossen waren. Okay. Kittchen. Locked, eine Dekito open it.
Er sagte zumindest, dass es sich dabei um einen Schlüssel zu einem Schließfach oder so handelt. Oder er hat zumindest so angedeutet, dass es ein Schließfach sein könnte. Von der Größe. Noch was speichern? Ich glaube aber nicht, dass es der Schlüssel zu dem Tresor oben ist, im zweiten Stock. Da brauchte ich ja eine Zahlenkombination. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wo ich etwas gefunden habe, was abgeschlossen war. Ansonsten nicht. Ich versuch's nochmal im Keller. Dafür brauche ich auch einen Code. Hat ein elektrisches Schloss, ja. Hier bin ich gerade reingekommen. Das Ding ist kaputt. Da ist das Dingens und hier komme ich überall nicht lang. Tja, dann gucke ich nochmal im zweiten Geschoss nach. Nee. Also, Room of Death und Room of Birth haben wir jetzt. So. Die gehen auch beide nicht auf. Ich sehe jetzt hier aber auch kein Schließfach oder so. Es ist der Raum des Todes 1. 144. Aber zu welchem Schloss? A small key. It would fit in one of the lockers in the nurse's room. Ah! In the nurse's room. Habe ich nicht nachgeguckt. Hier haben wir was. Okay, es handelt sich also hierbei um den Hinweis, der im ersten Raum im Zimmer 206, glaube ich, war, bezüglich des Rätsels. Ich muss jetzt rausfinden, jetzt muss, wo war die Zeile? I forgot the password, but consists of 4 digits. Funny enough, each digit seems to correspond to the product of the first and the third digit in the room. Room numbers of 4 different rooms. First and third. Der erste und der dritte. Da muss ich mir ja ein bisschen was aufschreiben. Weil das dann irgendwie 3x6 oder so werden. Also es sind... So. Wer schreibt? 4 Zahlen. Das Produkt der ersten und dritten Zahl. Im ersten Raum ist ein Fernseher. Ein Patient mit einem Herzproblem ist im zweiten und im dritten ist das... Ups, verkehrt. Wie komme ich hier wieder raus? Ah ja. Und das im zweiten ist mit dem... mit der Puppe. Also wäre das... Ist hier der Fernseher drin? Nein.
Das ist das mit dem Fernseher. Das ist dann eine 4. Eine 6. Und eine 8. Ich nehme mal an, dass es sich dabei um den Raum mit dem Herzfehler handelt, weil dort ein Bild mit einem Herzen dran ist. Ah, halt, warte. Das erste ist der Fernseher. Ich muss nochmal die Nachricht lesen. Das erste ist der Fernseher. Where's the TV in the first room? A patient with a heart condition is in the second room. There's a little girl in the third room. The fourth room I hate because the occupied cranky drunk. Okay, dann muss ich doch nochmal in den dritten Stock. Denn da waren die Zahlen jetzt wohl doch nicht richtig. Ich will mal Escape drücken. Wo ist denn der Elevator?